Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Agina Trader. Und wenn wir Agina Trader hören, dann natürlich mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt nach der Sommerpause wieder starten können. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich grüße Sie im Namen von FX Flat und wechsle jetzt auch direkt zum Risikohinweis, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungsinformationszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, unabhängig davon, was uns heute Carsten zeigt. Denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja. Okay, dann, lieber Carsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die schöne Ankündigung und ich versuche jetzt meinen Bildschirm zu übertragen. Schaue mal, welcher das jetzt gerade ist. Wir sehen deinen Genau. Desktop. Dann jetzt seht ihr wahrscheinlich die Präsentation, die kurze. Ja. Okay, dann fangen wir einfach an. Also von meiner Seite herzlich willkommen beim Perlentauchen-Webinar im August. Die Hitzeperiode hat leider immer noch nicht aufgehört. Ich sitze hier im Büro und komme mir so ein bisschen vor wie in einer Sauna. Habe mir ein kaltes Getränk dazu geholt. Also wenn ich öfter mal was trinken muss, bitte mir das mal nachzusehen. Trotzdem hoffe ich, dass ihr einigermaßen fit seid und hier dabei auch etwas mitnehmen könnt. Was machen wir heute? Perlentauchen bedeutet im Endeffekt nichts anderes. Um das mal zu erklären, dass wir in den Indizes natürlich schauen, was ist da los und dann uns tiefer runterarbeiten über die Branchen zu den Einzelwerten, zu den Aktien. Den Risikohinweis hat ja der Nelson schon gemacht. Klar, alles, was ich sage, ist mit einem Risiko behaftet, logischerweise. Und auch die Instrumente, die ihr handelt, CFDs, Aktien, Hebelzertifikate, was es dort gibt, kann man natürlich auch sein Geld total verlieren. Und deshalb ist das hier keine Anlageberatung, sondern einfach nur mein Ansatz, den ich hier handle. Und zeige euch, wie die Software funktioniert und natürlich auch meinen Ansatz, wie ich an die Märkte herangehe. Also immer schön auf euer Geld aufpassen. Wer bin ich? Ich bin Carsten Berger, bin 52 Jahre alt, vom Beruf Diplom-Verwaltungswirt, lebe in Rangsdorf, 10 Kilometer von Berlin. Man hört vielleicht, dass ich auch in Berlin geboren bin. Also lebe ich etwas in einem so einer 12.000 Einwohner-Dörfchen im Speckgürtel von Berlin. 87 habe ich angefangen, schon in Fonds zu investieren, habe das also durchgezogen bis jetzt und kann euch sagen, wer früh anfängt zu investieren und das auch gerne in Teilbeträgen, monatlich oder im Quartal, der kann das einfach gestalten und mit seinem Einkommen, das er halt vielleicht dann auch steigert in seiner beruflichen Laufbahn, dann erhöhen und kommt dann mit diesem Cost Average Effekt auch, sage ich mal, relativ gut hin, wenn man das lange durchzieht. 1994 habe ich dann angefangen, Aktien aktiv zu handeln, sei es wirklich mit einem Trading-Ansatz, so kurz bis mittelfristig, im Gegensatz zu diesem Investing im Fonds. 2013 habe ich eine Software gesucht, die mir die ganze Sache ein bisschen einfacher gestaltet. Das ist jetzt keine eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, aber was sie wirklich kann, diese Software, ist, dass ich meine eigenen Signale so weit einstellen kann, dass sie eine gute Vorauswahl trifft. Und das macht es wirklich sehr einfach, weil ich dann halt nicht in einer Excel-Tabelle schauen muss, auf einer anderen Homepage, auf einer anderen Webseite und mir dort meine eigenen Sachen zusammensuche, dann wieder eine Broker-Software verwenden muss, sondern ich habe immer diese Software und kann die halt natürlich auch mit verschiedenen Brokern verbinden, natürlich auch mit FX Flat. 2013 bin ich dann noch angesprochen worden, hey, kannst du uns nicht helfen bei der Gestalten von verschiedenen Add-on-Projekten? Sind ja viele Trader, die auch den Agina Trader benutzen und dort ihre Add-ons anbieten. Habe ich sehr gut mitgewirkt und 2013 dann auch als Coach ausgebildet, diese Software, um einen guten Einstieg, sage ich mal, für die Leute zu finden, damit sie halt wirklich, sage ich mal, sich mit dem Traden beschäftigen und nicht erst die Software studieren müssen, die wirklich eine kompakte Software ist, die auch wirklich den Trader voranbringt im Management und so weiter. Also eine Software, die schwierig ist, aber ein unheimliches Leistungsspektrum hat.
2015 wurde ich dann zum Coach, der halt dann das verbunden hat. Das heißt, die Software verbindet mit den eigenen Ideen der Trader. Jeder Trader hat vielleicht seine eigene Strategie. Und die dann umzusetzen in einer Software, dass sie am besten vom Workflow umgesetzt wird. Damit habe ich mich dann beschäftigt. Und 2019 habe ich dann meine eigene Perlentaucher-Strategie, die ich schon länger handle, dann auch umgesetzt im Margina Trader und die jetzt auch zur Ausbildung freigegeben. Das mal kurz vorweg. Was erwartet euch hier? Das habe ich euch schon fast erklärt. Das geht jetzt noch ein bisschen tiefer, damit man die Struktur versteht, was mit Perlentauchen eigentlich gemeint ist. Versucht das aber wirklich recht zügig zu machen, damit wir dann auch die Software sehen und in die Live-Analyse gehen. Die Indizes schauen wir uns auf jeden Fall an, denn das ist nämlich immer das, wo ich das beginne mit der Analyse. Das ist immer der Index, den ich mir anschaue, und zwar deutsche Märkte und amerikanische Märkte. Da bin ich am meisten unterwegs, aber auch die Rohstoffe interessieren mich und von daher muss ich immer in das bestimmte Markt. Klima, so ungefähr drücke ich das aus, im Griff haben und deswegen schauen wir uns die Indizes an und was man daraus ableiten kann. Dann Blick auf meine Watchliste, die wir jetzt gerade mal schnell erarbeiten können, also live. Und natürlich könnt ihr auch mal eine Aktie von euch reinstellen, wenn ihr sagen wollt, hey, schau doch mal drauf, was hältst du eigentlich von dieser Aktie aus Sicht des Perlentaucheransatzes? Aufbau der Perlentaucherstrategie, wie gesagt, erst den Index anschauen immer, dann sagen, okay, welcher Index ist denn nun besser als der andere? Also der S&P besser als der Nasdaq-Index oder der MDAX besser als der TecDAX oder als Öl besser als Gold und so weiter und so fort. Den Index benutze ich auch, um das Timing letztendlich zu haben. Ja, wann gehe ich in den Markt rein oder wann mache ich lieber frei und arbeite ein bisschen im Garten? Das kann ich nämlich am Index ablesen, wann ich halt überhaupt sich lohnt, die Märkte zu screenen. Das muss ich nicht an jedem Tag machen, sondern dann, wenn es mir der Index sagt, dass ich sage, okay, heute drückst du mal auf den Knopf, lässt den Arjuna Trader drüber laufen, der sucht dir dann halt die entsprechenden Einstiegsmöglichkeiten aus. Wenn ich mir den Index anschaue, kann ich auch mein Depotrisiko steuern darüber. Ist es halt im Moment gerade relativ teuer, der Markt, oder ist er relativ günstig? Und wenn ich halt teurer einsteige, dann muss ich natürlich auch etwas weniger Risiko fahren, logischerweise, als wenn ich von der Auswahl her günstiger einsteige. Dann kann ich mein Risiko etwas erhöhen. Die Branche spielt auch mal eine Rolle. Branchenrotation ist ja immer das Stichwort. Hier schaue ich genauso an, welche Branche nehme ich denn? Was sind die führenden Branchen? Was sind die Branchen, die hier performen? Und genauso versuche ich hier innerhalb dieser Branchen, die halt besser sind als die anderen, dann das entsprechende Timing zu setzen, zu sagen, okay, jetzt wäre ein gutes Timing. Markttechniker sagen dazu vielleicht Korrektur. Ja, bei mir spielt der Begriff Markttechnik da nur eine untergeordnete Rolle. Ich möchte halt vom Timing bei fallenden Kursen einsteigen und nicht, wenn der Markt schon so groß vorausgelaufen ist. Dann die Branche zu haben und über die Branche dann den Weg zu finden in die Aktien. Das heißt, ich habe meinetwegen Ölsektor und ich kriege dann auf Knopfdruck die entsprechenden Aktien, die dazugehören und die werden dann wieder nach einem Bewertungskriterium, wie ihr nachher im Angina Trader bei mir sehen werdet, ausgewählt. Und da will ich dann auch, wenn ich long gehe, wieder nur die starken Aktien handeln. Ja? Wenn ich short gehe, eher die schwachen Aktien. Wie ich das mache, das kann ich ja kurz mal dann anreißen. Die Aktien, die ich dann da finde, fließen dann in eine Watchliste und dann schauen wir weiter. Das heißt, ich habe meine Strategie mit einer Handelsplattform verbunden. Das ist in dem Fall der Arjuna Trader. Man kann das natürlich auch ja, extern machen, ohne dass man den Arjuna Trader hat, zum Beispiel nur in der Broker-Software, ist aber mit wesentlich viel mehr Aufwand verbunden, weil ich ja verschiedene Kriterien nehme und die in einem Signal verbinde. Und das bietet halt nicht jede Handelssoftware an, dass man dort sein eigenes Handelssignal hat oder erstellen kann. Und ich biete natürlich auch eine Ausbildung dazu. Das heißt, ihr lernt anhand der Software Arjuna Trader, wie ihr meine Strategie umsetzt und lernt auch gleich in einem 1:1 Coaching online, wie das Ganze funktioniert. Installation und Bedienung ist dabei für den Arjuna Trader. Natürlich individuell nach deinem Vorwissen schaue ich mir an, wie weit bist du? Bist du Anfänger, Fortgeschrittener? Und du bleibst immer in der direkten Verbindung mit mir über Skype.
Und wir haben eine Gemeinschaft, also eine Online-Perlentauchergemeinschaft, wo strukturiert die entsprechenden Vorschläge und das, was wir uns erarbeitet haben, vorher in deinem eigenen persönlichen Coaching, die Fragen werden dort verantwortet und wir machen halt Watchlisten, Trades-Vorschläge und du bist immer up to date mit dem, was letztendlich diese Strategie ausmacht. Ja, das ist 6 Monate damit bei. Dieses ganze Paket, also 5 Stunden Coaching und 6 Monate in dieser Mitgliedschaft, ist im Wert von 990 Euro. Und den Agena Trader musst du natürlich schon besitzen vorher, aber du kannst den auch über mich erwerben. Dann bekommst du nämlich dementsprechend noch eine Coachingstunde gratis. Und wenn du ein Konto eröffnest bei FX Flat zum Beispiel, bekommst du ebenfalls eine Gratisstunde dazu zum Coaching. Wie findet ihr das Angebot? Letztendlich auf meiner Homepage tradercoach.de unter Leistungen und dann Klick auf Services. Und wenn du dann dort auf den Button klickst und ein Konto eröffnest oder halt die Software Agena Trader erwerben möchtest, dann kannst du das über diese Seite machen. Wenn ihr Fragen habt, einfach mal auf die Homepage gehen, tradercoach.de und dann die E-Mail cb@tradercoach.de. Da könnt ihr mir wirklich alle Fragen stellen, die ihr habt, rund ums Perlentaucherpaket, wenn ihr heute was seht. Und ihr könnt natürlich auch eine kostenlose Vorstellung dieses Tools haben, also einfach mich mal 1:1 dazu befragen. Ich schalte mich dann per Skype mit euch zusammen und ihr könnt euch dann die Handelsplattform nochmal anschauen, wenn es hier im Webinar jetzt ja nicht ganz so klar rauskommt. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem wichtigen Teil und zwar, jetzt muss ich den Agena-Trader noch auf einen von meinen 3 Bildschirmen finden, wo ist er? Auf der anderen Seite, wenn ihr Fragen habt, schreibt die natürlich hier rein in den Chat. Werde sie dann wahrscheinlich am Ende oder der Nelson schaut vielleicht mal zwischendurch rein, wenn er Zeit hat und stellt mir dann die Frage. Ich schiebe jetzt erstmal den Agena-Trader dorthin, wo er hin soll, nämlich zu euch. Und das ist im Endeffekt der Handelsplatz. Ich weiß nicht, wie viel von euch den Agena-Trader schon benutzen. Fakt ist jedenfalls, dass FX Flat das jetzt auch ganz neu im Angebot hat, dass ihr bei Interactive Brokers ein Konto eröffnen könnt und dort, sagen wir mal, zu guten Konditionen handeln könnt. Und das Geniale ist dabei, dass mein Tool für Interactive Brokers richtig zugeschnitten ist und ihr könnt dort ja die 1:1 meine Strategie abbilden. Wenn bei FX Flat waren ja vorher nur die CFDs handelt war und die Futures und da stocken sie natürlich jetzt die CFD sukzessive aus in den einzelnen Aktien, aber doch war die Auswahl nicht so groß wie bei ja, Interactive Brokers und von daher, wenn ihr über FX Flat, wo ihr ein Konto eröffnet, sprecht mich vorher an, dann können wir das gerne zusammen machen. Ihr kriegt ja wie gesagt dann noch eine Coachingstunde gratis, könnt ihr diese Strategie dann wirklich so 1:1 abbilden. So, Marktklima habe ich ja kurz vorhin erwähnt, ist ein ganz zentrales Thema und deshalb befindet sich dieser Tab Marktklima hier oben links bei mir im Arbeitsplatz, genauso wie man ein Buch von links nach rechts liest, in der europäischen Welt jedenfalls. Im Arabischen ist es glaube ich andersrum, von rechts nach links. Jedenfalls fangen wir hier mit links an und arbeiten uns letztendlich durch diese einzelnen Tabs durch, bis wir letztendlich irgendwann beim Handel und im Depot, wenn wir den Trade bekommen haben, die Aktie dort uns wiederfinden. Marktklima bedeutet nichts anderes, dass ich wissen möchte, welche Werte sind denn gerade die, die gefragt werden. Und ihr seht es schon, ganz oben links steht Silber. Ja. Das ist im Moment das führende Element. Dann habe ich noch die Volatilität drin und ich habe das Gold, wie man sieht. Und dann kommen erst die Aktienindizes. Nasdaq, amerikanischer Markt ist gut, Öl, S&P 500 ist schon im Mittelfeld. Und dann kommen deutsche Aktien, Dow. Und letztendlich, wenn wir mal den DAX sehen, hier den DAX Future, der ist hier, FDAX, gefolgt vom etwas weiter unten den DAX. Man sieht also schon, alleine von dieser herabgesetzten Tabelle, dass weiter unten letztendlich die etwas schwächeren Werte unterwegs sind, so wie der TechDAX zum Beispiel und oben die stärkeren. Ja, so habe ich das immer sortiert und ich arbeite mich dann halt systematisch durch
diese Sache hindurch. Also, wenn wir mal vom Silber ausgehen, das ist der höchste Wert im Moment ist, dann sehen wir ja, dass wir schon seit etwas längerer Zeit, und zwar schaue ich mal hier rauf, wenn ich das nämlich vergleiche, ich habe hier einen Performance-Vergleich zwischen dem Weltindex und dem Chart hier oben, dem Silber gemacht. Und die rote Linie ist quasi das Silber und das blaue ist der Weltindex. Und wenn die rote Linie größer ist als die blaue Linie und je höher der Abstand ist, desto besser performt dieser Markt als die Benchmark. Das ist ein Ansatz, Outperformance nenne ich das. Und mich interessieren halt diese Werte, die genau diese Kriterien erfüllen. Dann haben wir ja mit dem Silber, logischerweise ist das ein Rohstoff hier in einem ETF in der Form, der stark performt, wie man sieht. Und zu dem Zeit, wo ich das hier eingekreist habe, zu diesem Zeitpunkt ist der Wert hier aufgefallen. Das liegt an der Signalgebung, die wir haben, eingestellt haben. Und im Zusammenhang mit dem Bollinger Band. Also Volatilität spielt hier eine Rolle, Outperformance spielt eine Rolle. Und von daher leite ich hier die entsprechenden Sachen ab und bekomme dann hier den Hinweis, ein Signal, Korrektursignal meinetwegen, so war es im Silber. Wenn hier die grüne Lampe aufleuchtet, eine 1 drin steht, heißt das, okay, wir haben hier die Bedingungen, die wir brauchen. Und dann schaue ich mir das natürlich nochmal visuell an. Wenn ich das habe, dass ich hier weiß, okay, Silber ist interessant, kann ich natürlich ein Silber-ETF kaufen oder den Future, wenn ich das möchte. Also ich selbst mache das nicht. Ich schaue mir dann Aktien an, die halt Silber fördern oder irgendwie was mit mir, sag ich mal, ihren Verdienst mit Silber haben. Und wie ich das halt mache, also Silber, sag mal, war eine gute Sache zu dem Zeitpunkt, dann gehe ich halt auf meinen Screener US, weil in dem Fall natürlich die Silberaktien überwiegend in Amerika gehandelt werden und ansässig sind, dann suche ich mir die entsprechende Liste hinaus. Rohstoffe, Silberaktien, klicke hier rauf und er lädt mir die Silberaktien hinein, die wirklich auch, sage ich mal, entsprechendes Volumen haben, die ich auch handeln kann. Über Interactive Brokers, wie gesagt, wenn ihr da ein Konto bei FX Flat habt, zu guten Gebühren. Müsst ihr euch mal informieren auf der Homepage. So, wenn ich das jetzt hier sortiere nach der Trenddynamik, dann sind die starken Werte hier oben. Ich habe selbst die EXK-Aktie gehandelt. Das ist die. Und da sieht man, wie die Entwicklung zu dem Zeitpunkt war. Das war jetzt hier der 19. Juni, Einstieg zu diesem Zeitpunkt. Und dann ging es relativ zügig nach oben. Also die Aktie hat besser performt. Mal gucken, wenn wir mal messen. Das war hier 19. Juni. War das Tief, Korrekturtief, 15. Juni, Einstieg. So, wenn wir das ist nicht der Ruler, das ist er. Mal messen. Die Aktie hat hier bis ins Hoch 139% gemacht. Wenn man das jetzt hier mit der Benchmark, den ETF Silber vergleicht, wird man sehen, der hat nicht ganz so viel hingelegt. 19. Juni. Bis da waren es nur 65%. Hätte man auch gemacht, das ist natürlich eine super Performance. Besser aber, sage ich mal, eine Aktie, die performt halt besser meistens als die Indizes, wenn man die richtig auswählt. Im Moment steht hier Coeur Minings ganz weit oben und man sieht, die Einstiegssignale sind mit grünen Pfeilen unterlegt, die ein gutes Einstiegmöglichkeit darbietet auf jeden Fall und zwar immer aus der Korrektur heraus, nie, sage ich mal, wie in der Markttechnik üblich am Punkt 2. Das mache ich nicht so gerne. Ich handle lieber, sage ich mal, nach meinem Ansatz aus der Korrektur heraus. Weil letztendlich ist es natürlich markttechnisch Wissen Grundlage, um zu verstehen, wie Märkte funktionieren und darin seine eigene Strategie darzustellen. Man sieht hier auch wieder die Outperformance. In dem Moment, wo die Linie, die rote Linie, die Benchmark überstreitet, hat die Aktie eine Outperformance und ist dann natürlich auch, wird natürlich versucht, in diese Aktie hineinzukommen. So, das ist der Ansatz. Wenn ich jetzt natürlich raufschaue,
ja, schaue mir den Nasdaq an, den Dow und den S&P 500, kann ich natürlich auch hier entscheiden, möchte ich denn jetzt zum Beispiel Nasdaq anfassen? Schaue ich mir das mal an. Da sieht man, okay, einen besseren Aufwärtstrend, ne, kann man nicht finden. Was ist dann nun ganz entscheidend? Ja, zum Beispiel auch das Marktklima leite ich zum Beispiel in Verbindung mit der Volatilität ab. Den Chart mal ein bisschen größer. Das ist der Tagesschart. Wenn die Volatilität ansteigt, das ist die schwarze Linie, dann ist es eher daran, entweder seine Long-Position ja, ausstoppen zu lassen oder so zu verkaufen sogar. Also bevor sie ausgestoppt werden, natürlich dann zu besseren Kursen, wenn es geht. Und wenn die Volatilität unter die rote Linie meinetwegen sinkt, dann ist es Zeit, langsam wieder Aktien zu kaufen. Das Ganze kann man sich grafisch auch anzeigen lassen, indem ich hier auf Markt klicke, hier oben, dann wird das grün. Und man sieht, jetzt mache ich das mal hier unten wieder kleiner, lass das mal ein bisschen blinken hier, dann seht ihr ja, das ist die Long-Phase. Die war jetzt nicht so verkehrt. Nicht nur in dem Bereich, sondern wenn ich mir das jetzt mal hier anschaue, für diesen Bereich, war es bei der Nasdaq genauso, dass ich eigentlich die Long-Phasen sehr gut mit der Volatilität handeln kann. Ja. Funktioniert wirklich gut. Ja. Wenn das grün ist, bin ich eher long. Und alles, was nicht grün ist, ist logischerweise dann eher mit Short Trading verbunden. Ja. Oder ich lasse halt einfach mal die Finger vom Markt und warte ab, bis es wieder grün wird. Das ist so die Grundvoraussetzung. So, jetzt muss ich wieder zurück. Aktuelle Situation ist ja immer interessant. Den Chart retrograd zu betrachten ist spannend, aber auch nicht immer zielführend. Aber natürlich kann man gewisse Dinge daraus herleiten. Was ich auf jeden Fall sehe, ist hier unten, die Volatilität ist unter der roten Linie schon länger. Bedeutet, wenn ich hier raufklicke, sieht man es ja auch, ist grün. Es ist eher ein Longmarkt. Das ist schon mal die erste Sache, die man weiß. Das kann, glaube ich, jeder erkennen. Wenn der Chart von links unten geht nach rechts oben, dann wird es wahrscheinlich eher ein Aufwärtstrend sein. Okay. Nähert sich diese Wohler-Linie der roten an, dann kann es gefährlich werden. Das ist ja hier der Bereich. Das haben wir hier. Da weiß ich ja natürlich nicht. Ja, jetzt kann ich sagen, okay, war ja nur eine Korrektur. Aber in der Phase, wenn es so runtergeht, da weiß keiner, ob das nicht noch 3, 4, 5, 6 Tage weitergeht und bis zum 200er meinetwegen runtergeht. Das kann ich im Nachhinein wissen. In der Situation hilft es mir aber, mein Risiko mal aus dem Markt rauszunehmen. Also entweder werde ich hier long, wenn ich in der Aktien bin, ausgestoppt. Oder aber ich weiß, in der Situation muss ich jetzt nicht unbedingt gleich wieder auf dem Markt aufspringen. Da brauche ich dann schon ein, zwei Kriterien mehr, um zu sagen, okay, ich gehe wieder rein. Um Short zu handeln, kann man versuchen, muss ich die Position aber strikt wieder auflösen, da das ja nur ein Antesten hier ist. Also wie gesagt, wenn das Ding hier wirklich rüberschießt, die Volatilität, dann ist es gefährlich. Dann bin ich halt ein paar Tage vielleicht mal aus dem Markt raus. Aber sowas möchte ich dann auch nicht miterleben und dann auch früh gewarnt werden. So, also wir haben vom Grund her eine Long-Situation, logischerweise. So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt hier heute? Ja, das ist ja der Future, der tickt hier. Das ist die heutige Kerze, das ist die von gestern. Das Bollinger Band hilft einem, also mir auf jeden Fall, mal zu sagen, bin ich relativ teuer oder bin ich relativ billig? Wo bin ich teuer, wo bin ich billig? Hier oben bin ich teuer, hier unten bin ich billig und hier bin ich eigentlich so Mainstream, ja, vom Preis. So. Dann weiß ich ja, dass wenn hier oben der Markt hier ranläuft ans Bollinger Band, dass er auch wieder drehen kann, logischerweise. Er kann aber auch, wie man hier sieht, noch ein paar Tage laufen. Das Einzige, was ich da rausnehmen kann, ich kann das auch nicht wissen. Weil wenn der Kurs hier rausgeht, kann er am nächsten Tag auch drehen. Das weiß ich auch nicht. Das muss ich einfach nur in mein Risiko mit hineinberechnen. Was ich mache, ist im Endeffekt, je länger der hier oben rumtanzt, je kleiner wird bei einem Einstieg, wenn ich long hier noch reingehen möchte, meine Positionsgröße. Und irgendwann ist das dann so schmerzhaft hier oben, weil ich einfach sage, ja, es ist schon 4, 5, 6 Tage draus, drüber, da muss ich jetzt nicht mehr handeln.
Weil meine Positionsgröße, die ich einsetze, reduziert sich mit der Anzahl der weißen Kerzen. Ganz einfach, wenn man ein Regelwerk hat. Hier unten bin ich natürlich wesentlich günstiger. Ganz unten bin ich super günstig, wenn ich long bin, logischerweise. In dem Fall kann ich mehr investieren. Und wenn ich das gerade sehe, wenn wir das gerade uns mal anschauen, mal gucken, ob das hier funktioniert jetzt hier. Steuerung X. Ne, entfernen. Sowas. Alle Zeichnungen löschen. Dann sind wir in einem Long-Markt, der im Moment stark gelaufen ist. Und wenn wir hinschauen noch, dann wissen wir ja, zusammenscrollen, dann sehen wir, dass wir ja jetzt hier einen Allzeithoch haben. Von daher haben wir oben keinen Deckel drauf. Und wenn ich einsteige, ist das alles gut. Wo ich halt aufpassen muss, ist, wenn der Preis unterhalb, jetzt muss ich ja mal schauen, Volumen anschauen, Volumen ist hier drin, ja, da haben wir eine Unterstützung auf jeden Fall, Volumen hoch hier, ja, der 20er dient noch als Unterstützung, logischerweise, dieser Bereich, der wird sich weiter langsam nach oben schieben. Ich würde hier, wenn ich reingehe, long, logischerweise, aber mit einer Size, die halt schon mal um 20% geringer ist, als wenn ich jetzt hier in den Bereich reingehe. Ja. Also der Markt ist stark, das sieht man, er befindet sich unterhalb der Rohstoffe, obwohl ich die Rohstoffe ehrlich gesagt bevorzugen würde. Weil das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wenn man das Umfeld sieht, Corona ja oder nein, was machen die Unternehmen, welche Unternehmen gehen Konkurs, welche verschwinden vom Markt, das wird sich ja erst so alles noch zeigen in Amerika in den nächsten Monaten. Und die Unsicherheit steigt natürlich, das sieht man am Gold. Und Gold performt auch hier unten, man sieht es, das mache ich mal ganz groß, das Gold ist, was ist jetzt mit meiner Maus los, das Gold ist gelb und die Nasdaq ist hier zum Beispiel rot. Und hier sieht man einen Bereich, wo die Nasdaq im Endeffekt die Tech-Aktien schwächer notieren und die Gold-Aktien besser. Noch besser war natürlich Silber, aber Gold habe ich hier jetzt mal einen Vergleich gestellt. Und das ist schon interessant, weil das jetzt ein Gleichlauf ist. Also die Gold-Aktien performen sehr gut und die Rohstoffe sind sowieso gerade sehr teuer. Auch Öl ist bei mir. Ja, viele sehen das ja nicht so, aber Öl hat ja auch relativ gut performt, wenn man das in einem bestimmten Zeitabschnitt sieht. Und das ist schon für mich ein Indiz, etwas vorsichtiger zu sein, jetzt auf die entsprechenden Aktien zu setzen. Ja, also wenigstens das Risiko reduzieren. Long-Markt ist klar. Jetzt muss ich das mal wieder auseinanderschieben hier. Zack, da ist er. So. Welche Marke auf jeden Fall halten sollte, ist klar, die sollte auf jeden Fall halten. Haben das aber nicht untermauert mit entsprechenden Volumen. Deswegen könnte es auch relativ schnell durchgehen, weil natürlich hier auch in dem Bereich, wenn jetzt hier jemand einsteigt, dann wird er seinen Stop, ne, entweder da setzen oder da, gibt es ja verschiedene Regelwerke. Und wenn jetzt hier in den Markt fällt, dann triggert er natürlich die Order, die Order, die Order, dann hier das Tief. Und landet dann wahrscheinlich hier ungefähr auf dem 20er. Also es kann relativ schnell gehen immer, wie man sieht. Auch hier in ein, zwei, drei Tagen ist dann einfach mal der 20er Durchschnitt erreicht. Also denn wenn man hier long geht, bin ich eher lieber ein Typ, der hier aus dieser Situation long geht. Bitte etwas weniger Size nehmen. Ja. Ob es weitergeht, kann ich euch auch nicht sagen. Weiß ich nicht. Entweder sitzt man an der Seitenlinie und sagt, nö, ist mir schon zu teuer. Oder man sagt, ja, ich warte einfach jetzt zwei, drei Tage ab, bis der Markt mal so korrigiert und guckt dann wieder drauf. Also wenn er jetzt noch vier, fünf Tage steigt, dann habe ich eigentlich immer weniger Lust nach Werten in Nasdaq zu screenen, weil da wird sich kaum ein Wert in der Korrektur befinden, wenn der Index schon so weit steigt. Und der ist natürlich gewichtet, der Index. Das heißt, ihr findet dort die großen Google, Amazon extrem teuer. Dort fließen die ganzen Gelder hinein in die großen Aktien. Weil wo sollen die sonst hin? Denn Nebenwerte werden, sagen wir, die entsprechenden Investoren nicht investieren können. Schauen wir uns mal den Russell 2000 an, also den Index für die amerikanisch kleineren Werte. Der ist auch sehr interessant. Der hat sich ein bisschen in meiner Trenddynamik nach oben gemogelt und ist aber jetzt so ein bisschen
auf so eine Art Doppeltop, kann man fast sagen, gestoßen. Ne? Hier am 8. Juni 2020 hat er mal ein Hoch gebildet und man sieht, ganz interessant, Volumen ist extrem hoch. Also da ist viel Geschäft abgewickelt worden. Da gibt es Leute, die wollten unbedingt kaufen. Und auf der anderen Seite stehen natürlich immer die, die verkaufen wollen. Es gibt kein Geschäft, wo es nur Verkäufer gibt, sondern das sind ja, Geben und Nehmen. Einer kauft, der andere verkauft. Und das sind halt die getätigten Geschäfte in der Form. Und dann geht der Markt ziemlich weit runter. Wir haben auch hier so ein Down Gap gehabt. Da war er drüber. Im Moment ist er drüber. Deswegen zeichne ich das grün ein, weil das sehr gerne mal als Unterstützung dient. Und dann fällt der Markt relativ schnell ab, arbeitet sich wieder hoch und dann schauen wir mal auf die Seite. Jetzt fängt er an, ein bisschen zu schwächeln, komischerweise genau an dem Hoch und das Volumen steigt auch wieder. Ja. Und jetzt ist die Frage, nimmt er diesen Widerstand hier oben, wenn man das ein bisschen zusammenzieht, dann sieht man das, ja, Widerstand-Unterstützungssystem-Prinzip, nimmt er das und geht er darüber hinaus. Also für mich ist der Russell 2000 ganz interessant. Wenn die großen Indizes, Nasdaq, Dow und S&P 500 schon relativ, sag ich mal, gut gestiegen sind, dann sucht sich das Geld vielleicht, ein bisschen etwas in den kleineren Aktien, ja, der Unternehmen. Da ist nur die Frage, wie verkraften die kleineren Unternehmen, die Corona-Sache in Amerika? Das ist halt die große Frage. Aber rein charttechnisch gesehen, finde ich, ist er in einer guten Situation. Der SMA 200, also die rote Linie hier, die wurde ja schon mal überschritten und das alte Hoch auch. Er konnte den Kurs aber nicht halten und hat sich dann aufgemacht, ein bisschen über den Preis hin und nicht über die Zeit zu korrigieren. So ist jetzt unter der 200er Linie, das ist der gestrige Kurs, ja, der ist für mich interessant. Der heutige wird ja sehen, wenn wir ja sehen, wie der letztendlich reagiert hat. Für mich interessant die Unterstützung durch dieses Gap, was sie jetzt eigentlich hier auch aufgetan hat, auch nochmal. Und dass ich sage, okay, wenn der hier reingeht, auf den 20er noch trifft, das Bollinger Band kommt etwas höher, dann haben wir in diesem Bereich eine gute Möglichkeit einzusteigen, dass er nochmal drüber hinausgeht. Und wenn er das Alter wieder hoch wieder nimmt, dann komme ich halt relativ gut rein, hoffentlich, und werde in diesem Bereich dann anfangen, nach Aktien zu screenen, die im Russell 2000 gelistet sind. Das ist eigentlich so die Idee dabei. Also hier habe ich eigentlich weniger Lust gehabt, da war ich lieber im Schwimmbad, wenn es hochgeht. Ab hier fange ich dann wieder an, muss ich leider arbeiten. Wenn es korrigiert, muss ich halt mal auf den Knopf drücken und die Russell 2000 Werte mir screenen lassen. Und genauso ist es beim S&P 500 oder zum Beispiel beim Öl. Ja. Öl habe ich bei mir auch in der Gruppe gesagt, schaut euch Öl bitte an. Öl hat einen extremen Volatilitätsabbau, ist viel gestaucht an den Kursen, hat viele Gaps, die, sage ich mal, als Unterstützung dienen, rennt raus der Kurs letztendlich und kommt jetzt hier seitlich, ist aber immer noch im Aufwärtstrend. Ja. Und von daher finde ich Öl eigentlich ganz spannend, weil es nach oben ja noch ein bisschen Luft geht. Auch wenn es nicht der Rohstoff ist, wo man denkt, im Zeitalter der Ökoenergie und des Stroms und der Solarenergie, aber wir brauchen es da doch noch irgendwie. Und von daher könnte da eventuell was passieren. Schauen wir uns mal den DAX an. Den deutschen Markt finde ich im Moment sehr, sehr schwierig. Was auffällt, ist natürlich hier dieser Widerstand. Einmal, jetzt habe ich wieder auf einen Preisalarm geklickt. So, einmal von unten nach oben wieder auf die Nuss bekommen. Wieder von unten nach oben ran, wieder auf die Nuss bekommen. Wieder von unten nach oben, jetzt seitwärts. Jetzt die Frage, nimmt er das? Oder nimmt er das nicht? Und wenn ich jetzt einsteige, wenn ich jetzt darüber nachdenke, einzusteigen, muss ich mich fragen, will ich hier einsteigen oder wäre es besser gewesen, hier einzusteigen? Beide Male habe ich ja Widerstände vor mir, die das einfach, sag ich mal, den Aufwärtstrend, sag ich mal, beeinflussen können und er stagniert einfach. Und klar, wenn es ein Ausbruch wird, dann geht er hier durch und nimmt viele mit, die vielleicht hier Short gesetzt haben. Vielleicht aufgrund der politischen Lage. Wir haben einen Longmarkt. Ne? Die Vola ist immer noch niedriger und der Index, der DAX, ist immer noch besser als dieser Vola-Index, den ich vergleiche. Ist auch noch ein bisschen besser als der Weltindex. Ist jetzt nicht so doll. Von daher Long.
So, und jetzt haben wir aber hier so eine Seitwärtsrange. Und ich persönlich würde den DAX jetzt nicht nehmen, weil es halt einfach ein Index ist, der hier unten steht. Also ich kann mir den angucken, aber richtig Spaß macht der mir nicht. Deswegen nehme ich doch lieber etwas, was dort oben ist, weil es etwas wesentlich mehr performanter ist. Und das, was oben steht, ist in der Regel in den nächsten 5 bis 6 Wochen eher im Blickpunkt. Woher kommt das? Ist ja logisch. Also etwas stärkere Aktien, etwas mehr dynamische Aktien nach der Trenddynamik leite ich her, so ein bisschen, stellt euch vor, eine Liste ist, deutsche Aktie, weiß nicht, irgendeine Aktie, keine Ahnung, was, Athos-Aktie meinetwegen, eine Software-Aktie, die jetzt in den SDAX gekommen ist, in den letzten Monat. Und da könnte man sagen, okay, ja, jetzt 20% zugelegt. Das kommt in irgendwelchen Zeitungen, das wird im Internet in die Top-Listen aufgestellt und die Leute schauen halt drauf, ne? Und sagen, oh, wieder 10% gestiegen, nächste Woche steht es auf Platz 3 mit 8% gemacht in der Woche und irgendwann sagt man sich, warum habe ich die eigentlich nicht, die Aktie? Und das sagen sich wahrscheinlich andere auch und somit rücken diese Aktien in den Fokus und dann sind es Aktien, die man eigentlich nicht so aus dem Auge verlieren sollte. Und das ist das Ziel dieser Strategie, zu sagen, ich möchte halt immer Aktien haben oder in Indizes unterwegs sein und daraus die Aktien handeln, die hier oben stehen. Und da bleiben sie eine ganze Weile. Ja, man sieht das anhand der roten Linie. Nasdaq, ja, das ist die hier, der Vergleich. Wenn der Outperformer ist, dann kann ich halt die Aktie handeln statt ein Welt-ETF. Der hinkt halt von der Performance hinterher. Ja. Hier hat sich mal kurz geändert und dann hat es wieder gedreht. Die Nasdaq ist wieder besser und so. So funktioniert das auch mit den einzelnen Aktien. So, schauen wir mal auf den Dow. Was macht der denn? Ja, der sieht besser aus als der DAX auf jeden Fall. Steht ungefähr im Mittelfeld und etwas unter dem S&P 500. Und was wir hier sehen, ist, er bricht aus dem Bollinger Band aus, läuft dann seitwärts. Er macht das über die Zeit, ne? Nicht über den Preis. Er korrigiert seitwärts. Das finde ich auch ganz spannend. Und jetzt schauen wir uns mal das Volumen an. Habe ich ja hier ein herausragendes Ereignis, diese Kerze, wo es an einem Tag mal schön runterging. Das fing aber nicht da an, diese Dynamik zu entwickeln, sondern im Endeffekt hier schon. So. Und das ist im Endeffekt eine Base. Ja, also deswegen passiert hier auch nicht mehr viel. Will keiner mehr richtig rein, weil es teuer ist. Will aber auch keiner raus, weil keiner weiß, ob es noch weitergeht. Wenn ich hier reingehen würde, würde ich diese Marke extrem beachten. Die 27.000, um die 27.450 ungefähr. Weil hier anfängt das Volumen groß zu werden. Und da würde ich halt vorsichtig sein, wenn der Kurs hier runtergeht. Also wenn ihr hier einsteigt und euch Aktien aus dem Dow nehmt, dann schaut, dass diese Marke im Dow nicht verletzt werden sollte drunter, dann könnte es relativ schnell gehen. Ja. Wo wäre ich denn ungefähr aufgefangen? Wahrscheinlich am SMA 200 hier unten. Ja, auch hier ist das Volumen hier unten stärker, etwas leicht, gar nicht so stark. Und wenn ich mal weiter nach links schaue, wo es wirklich bergab ging, da habe ich an diesem Bereich hier unten eine Unterstützung mit extrem hohem Volumen. Das ist da. Und wo es losging, letztendlich das anzusteigen, war hier und da ist auch dieser Wochenwiderstand. Das heißt, ich habe bis dahin ungefähr Potenzial. Es kann langsam gehen, es kann auch etwas schneller gehen, aber die Marke sollte halten, bevor es dann eventuell wieder absackt. Also vorsichtig sein, die Marke unbedingt beachten. Long ist natürlich klar, der Markt, weil die Vola niedrig ist, in dem Fall noch immer weiter sinkt. Und hier die Dynamik nach oben war, jetzt seitwärts ist und der Ausbruch handelbar ist, logischerweise, müsste man sich jetzt eine Aktie anschauen, ne? Aus dem Dow. Machen wir es einfach mal. Das ist ein amerikanischer Index. Das heißt, ich schaue mir auch den Screener im US-Bereich an. Klicke dann hier auf. Statische Listen. USA Indizes. So, dann habe ich aber erstmal was, irgendwas anderes hatte ich ja drin. Ich hatte die Silberaktien drin, die brauche ich jetzt nicht. Schaue ich jetzt auf die US-Indizes auf den Dow 30. Dann lädt er mir die hier rein und screent die mir mal schnell durch. Und dann möchte ich ja auch eigentlich auch nur die handeln, die wirklich gut sind. Also die Aschenputtel, die guten ins Töpfchen, die anderen ins Kröpfchen oder so ähnlich. Dann sortiere ich mir das hier mal schnell. So.
Und dann sieht man hier, das sind die Performer. Wenn es hier grün leuchtet, sind die einfach besser als der Index. Das ist schon mal genial. Habe ich hier eine Apple, eine Home Depot, eine McDonald's, eine Procter & Gamble, eine Disney und eine Nike. Und sie sind sogar besser von der Performance als Nasdaq. Ja? Das rechne ich nicht nach absoluten Zahlen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, Nasdaq hier 5%, aber die haben schon eine bessere Performance. Habe ich mir eine Apple an, dann weiß ich, dass die eigentlich sehr gut performt hat, logischerweise. Was würde ich jetzt handeln? Ich würde einen Wert aus der Korrektur handeln. Ja, das habe ich hier ein Signal bei der Nike. So, da war heute das Signal. Und zwar bei uns ist es ein P2-Signal, Perlentaucher 2. Das wissen meine Leute. Was wollen wir da sehen? Wir wollen eine Dynamik sehen und dann eine Korrektur auf einer Zeitebene, also seitwärts. Und dann habe ich ein gewissen Kriterium, was ich dann brauche. Eventuell ist es ein Umkehrstab, kriege ich angezeigt. Und dann ist es hier ein ganz klarer Einstieg, weil ich habe hier nichts gegen mich. Also der Trade wäre super. So, und bei der Nike-Aktie brauche ich ja nicht viel sagen, was natürlich auch gleich angezeigt wird. Die rote Linie ist hier rübergegangen. Sie ist Outperformer und war ziemlich lange Underperformer, wo ich mir die gar nicht anschauen muss, weil ich möchte nur Outperformer-Aktien handeln, die da steigen und über rüber sind. Also in diesen Phasen sinkt der Markt. Soweit will ich das eigentlich gar nicht mehr haben. Ne? Und von daher passt das gut zusammen. Und wir hätten dann quasi die Analyse vom Dow abgeleitet in die Aktie, wo wir letztendlich dann auch wahrscheinlich dann mehr performen als letztendlich der Index. Denn die Aktie Nike macht im Gegensatz zum Schlusskurs von gestern 2,2%. Das sieht man hier dran. Hat im Monat 11% gemacht und in der Wochenperformance 4%. Das ist im Endeffekt der Ansatz. Ich kann mir natürlich auch die US-Sektoren anschauen. Die habe ich auch alle drin. Auch hier möchte ich nur in Sektoren unterwegs sein, die, ja, wenn ich das als zusätzliches Kriterium brauche, meinetwegen, ich habe 20 Aktiensignale, dann schaue ich mir gerne mal die Branche an und sage, was ist denn eigentlich der Markt, der im Moment geht? Ja, Home Construction ist auf Platz 1 bei mir. Dann will ich natürlich Aktien haben, die aus diesem Bereich kommen. Ja, wenn ich da 10, 15 Signale habe, dann nehme ich eins aus dem Home Construction, also ein Bauhaustitel oder weiß ich nicht, Zementtitel, den möchte ich gerne haben und dann nehme ich halt keinen Wert, der hier Aerospace und Defense ist zum Beispiel, ja, oder Energy. Das ist halt ein Out, brauche ich nicht. Genauso Transportation, diesen Index brauche ich halt dann auch und da suche ich mir die entsprechenden Aktien raus, ja, so wie ich es vorhin mit dem Silber gemacht habe, Consumer Goods zum Beispiel. Ja, das sind die entsprechenden Indizes, wo ich gerne habe, wo ich es gerne brauche und dann will ich halt hier oben long sein. Wenn ihr hier die entsprechenden Short-Signale sieht, das wissen meine Leute auch, die haben einen gewissen Entstehungshintergrund logischerweise, aber wenn ihr hier einen Outperformer habt, dann sind die Signale ganz klar zu ignorieren. Ne? So, dann haben wir hier noch Consumer und Services, auch sehr gut. Die Einstiegskriterien sind letztendlich immer in den entsprechenden Korrekturtiefs und die Signale kommen ja, wie ihr eben gesehen habt, nicht retrograd, sondern halt am Ende des Tages, also wenn der Handelstag in Amerika um 22 Uhr Feierabend ist, dann kriegt ihr letztendlich ein Einstiegssignal oder ich und kann dann die Märkte morgen früh im Vormittag analysieren oder beim deutschen Markt halt schon um 17:30 Uhr. Ja, das ist halt nur ganz gut. Okay, ich glaube, die Indizes haben wir soweit durch. Ich Da ist schau eine mal. Frage, Carsten. Ja, sehr gerne. Und zwar, welche deine bevorzugten Zeiteinheiten sind? Ja, das ist ganz klar. Ich glaube, das sieht man ja auch schon an dem Handelsplatz. Ich habe eigentlich bei den ganzen Kriterien, bis ich eine Aktie finde, das ist ja eigentlich die meine Handelszeit der Tag und als grober Übersicht die Woche. Nun ist aber so, einer ist ja aktiver, der nimmt sich halt letztendlich hier so ein Signal aus dem, ich sag mal hier Consumer Goods, ich suche mal eine Aktie und kann das natürlich auch in einer Stunde handeln. Ich selbst nehme den Tag als Handels. Also ich analysiere im Tag, meine Signale bekomme ich im Tag und handle auch aus dem Tag raus. Warum ist es so? Weil ich nicht so viel Zeit habe, vorm Rechner zu sitzen, weil einerseits habe ich Familie und andererseits, sage ich mal, gibt es ja auch noch schönere Dinge im Leben, als den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen. Der Stundenchart bietet sich noch an.
Also wenn man jetzt hier zum Beispiel auf den Bereich Handel klickt, dann sieht man hier, dass man, hier ist eine Testversion drauf, sehe ich gerade, für den Kunden, dass man das natürlich auch in der Stunde, das ist die Stunde normal, zeige ich mal an, so, seine Einstiege anzeigen lassen kann und bearbeiten kann. Mal gucken, Long-Signal haben wir jetzt hier in der Warte bekommen auf Tag, also vor, das ist ja der heutige Tag, der gelaufen ist, ja schon zu Ende. Wir haben ja 18:45 Uhr, also wir haben nochmal ein bestätigtes Signal. Ich selbst würde es jetzt nicht mehr handeln, weil es mir teuer ist, aber gestern gab es ein Signal. Und wenn ich mir das anschaue, kann ich das natürlich auch in der Stunde handeln. So, das ist der Bereich Stunde. Hier oben im Tag angekreuzt, sieht man es hier unten. Und dann kann ich natürlich auch sagen, okay, im Stundenbereich setze ich es dann über das Hoch, würde jetzt ein Markttechniker sagen, und geht dann rein und macht das in der Stunde. Bietet der Handelsplatz ja auch. Man kann sich ja sämtliche Zeiteinheiten hier anpassen, wenn man das möchte. Aber meine bevorzugte Handelszeit ist der Tag. Mit einem Blick auf die Stunde, ob das ungefähr korreliert. Und das passt hier in dem Fall. So. Für den, der das Intraday umsetzen möchte, der kann das natürlich auch machen. Das ist jetzt hier der Minutenchart auf den FDAX. 5 Minuten als übergeordnete Zeit und die Stunde als mehr übergeordnete Zeit. Der kann sich das natürlich auch anzeigen lassen. Das ist ja auch individuell einstellbar. Minuten würde ich halt, sage ich mal, wirklich nur in sehr liquiden, sage ich mal, Indizes handeln zum Beispiel oder Aktien. Das muss man selbst wissen. Dann muss man natürlich sehr viel vorm Rechner sitzen. Deshalb für mich ganz klar Tag als Analyse und auch zum Traden ist für mich der Tag ausreichend. So, vielleicht habt ihr noch Werte, die ihr mal reingeben wollt, dann kann ich die für euch mal anschauen, ob die funktionieren für euch. Schau mal rein bei den Fragen. So. Jetzt muss ich die irgendwie rausnehmen. Ja, da sind die Fragen. Was ist denn bei euch die bevorzugte Aktie, die ihr gerade am Start habt? Die könnt ihr mir einfach mal reinschreiben. Und ich schau mir die mal an, live. Okay, kommt keine. Ihr seid alle flat zurzeit, also habt kein Investment. Okay. Ja, dann wäre ich soweit erstmal durch. Mit dem Thema. Dow haben wir analysiert, FDAX haben wir analysiert, Nasdaq haben wir analysiert, S&P 500 vielleicht. Novavax. Novavax. Okay, schauen wir mal, was das Novavax. NVAX. Okay, haben wir am Start. Nasdaq. Healthcare Biotechnology Sektor. Ja, keine schlechte Wahl, würde ich mal sagen. Ich schalte mal einen Gang zurück, dann sehe ich mir auch die Woche an. Schnell mal drauf geschaut. Ja, die Frage ist, wann bist du, Bernhard, wann bist du rein? Wenn ich jetzt aus meiner Sicht das so sehen würde, müsste ich jetzt da rein? Nein, eher nicht. 47 bist du rein, und du kannst ja ganz entspannt sein, ne? Kein schlechter Einstieg auf jeden Fall. Hier passt im Endeffekt alles. Wir haben hier oben Widerstand, das sehen wir. Und dann gehe ich mal zurück auf den Tag, mache den mal ein bisschen größer. Und dann sehe ich mir immer zuerst das Volumen an. Was ist im Endeffekt hoch? Habe ich da irgendwas links? Hier passiert gar nichts. Da sieht man, dass die Aktie noch gar nicht so im Fokus war. Kann mit der Aktie eigentlich gar nicht so viel anfangen. Ihr werdet euch da wahrscheinlich besser auskennen. Hier nimmt das Volumen drastisch zu. Das Interesse in der Aktie steigt. Das ist wunderbar. Was ich hier unten sehe, ist auf jeden Fall, hier war sie mal Outperformer und sie war die ganze Zeit hier Underperformer. Die rote Linie ist da drunter, da brauche ich sie gar nicht. So, hier fängt sie an, interessant zu werden. Hier kann ich mal aus der Korrektur versuchen einzusteigen. Dann ist sie wieder uninteressant. Da brauche ich auch diese grünen Signale nicht beachten. So, dann wird sie Outperformer und jetzt wird es interessant.
dann aus den Korrekturen im Endeffekt einzusteigen in den Markt. So, und hier oben würde ich jetzt nicht reingehen, sehr klar. Also ich sage immer, die Haribo-Tüte ist da in dem Fall für mich hier gerade ein bisschen teuer. Wir sind ja zwar korrektiv unterwegs, was auffällig ist, ja, das ist ja mega Volumen hier und dann dieses Gap. Aber wenn wir das mal hier sehen, dann ist das ja über den Durchschnitt hier. Die blaue Linie ist der Durchschnitt vom Volumen. Und alles, was drüber ist, ist ja ein bisschen interessant. Da haben wir hier das Volumen ein bisschen leicht erhöht. Das ist am Hoch. So, dann zeichne ich mir mal meine Linchen ein. Das sehe ich im Endeffekt auf Anhieb. Ja, da oben ist das Volumen hoch und dann dreht der Markt. So, und das muss jetzt erstmal wieder abgearbeitet werden. So, am Tief hier unten habe ich wieder ein erhöhtes Volumen. Zack, so, und das ist jetzt im Endeffekt die Range, wo die Sache interessant wird. Hier ist eigentlich die letzte Möglichkeit, dass die Aktie, wenn sie da runterfällt, dann wird es dünn. Also da wäre ich vorsichtig, ja, weil es erhöhte Volumen ist. Hier haben Leute noch Spaß dran gehabt. Die Ängstlichen sind ausgestiegen und die hier unten reingestiegen sind, haben den Kurs wieder ein bisschen nach oben gezogen. Deswegen ist mir die Frage, wenn die jetzt hier, sagen wir mal, auf Null sind und rausgehen, könnte die Aktie sehr schnell hier wegsacken. Also von daher passt da bitte auf in diesem Bereich. Für mich wäre die jetzt in dem Fall noch nicht so interessant. Ich würde sie interessant finden, wenn sie nochmal zurückkommt ein Stück. Das gleiche Verhalten, vielleicht so ein Umkehrstab hier hinlegt. Das Volumen nochmal ansteigt hier unten. Und dann weiß ich, hier unten sind Leute, die fangen das Ding nochmal auf. Ja, mein erstes Verkauf würde ich wahrscheinlich dann hier oben machen, bevor ich wieder abverkauft werde, sehr schnell. Das wäre jetzt so mein Ding. Aber wer sie bei 47 hat, der kann sich ja entspannt zurücklegen. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Süß Microtech. Habe ich heute auch auf dem Schirm gehabt. SMHN, glaube ich. Das Symbol, oder? Ja, habe ich gleich gefunden. Süß Microtech. Sollen wir Trenddynamik mal kurz gucken. 1,16 ist sehr gut. Ja, man sieht ja Monatsperformance 13,4%. Hat einen sehr guten Lauf gemacht. Hat diese Wochenwiderstandklasse genommen, nachdem man zweimal, sag ich mal, gescheitert ist da dran. Interessant ist wieder das Volumen. Wir haben hier ein extrem hohes Volumen, wo es nach oben geht. Ja, hier, zack, da, da ist er dann halt mal gescheitert, geht dann drüber hinweg. Das dient jetzt quasi als Base, ja, bei Microtech. Alle, die quasi hier oben gekauft haben, sind jetzt im Gewinn. Und hier ist auch ein Wochenwiderstand, der jetzt natürlich zur Unterstützung wird, wenn sie zurückkommt. Wo ist das Volumen noch hoch? Sieht man ja hier. Ja, an dem Bereich, wo sie halt runter geht, ziehe ich immer ein bisschen runter dann. Und wir haben es da oben wieder hoch, wo es nach oben geht, in die Spitze. Und deshalb läuft das im Endeffekt wieder nach unten. So, für mich interessant wäre, wenn ich jetzt das beurteilen müsste, wenn sie hier runterläuft in dem Bereich, in die Unterstützung, vielleicht macht sie hier noch einen Umkehrstab und dann habe ich hier nochmal Platz. Von hier unten bis da oben sind nochmal 8%. Erster Teilverkauf da. Ob sie drüber geht, habe ich keine Glaskugel, weiß ich nicht. Aber hier möchte ich schon mal einen Teilgewinn rausnehmen. Ziehe den Stop, wenn es sein muss, auf Break-Even dann hier. Das ist die falsche Anzeige, Entschuldigung. Zack. So, den Stop kann ich dann hier oben hochziehen und dann bin ich im Endeffekt mit dem Teilgewinn raus. Entweder ziehe ich den Stop hoch, dann muss ich halt immer wissen, okay, wenn es runterkommt, bin ich ganz weg aus dem Trade oder ich nehme den Teilgewinn dafür, um zu sagen, ich kann mit meinem Stop ein bisschen mehr legerer sein. Ist auch ein schönes Ding, weil wenn ich eine tolle Aktie habe, die hat ja einen mega Aufwärtstrend hier hingelegt, dann muss ich ja mit dem Stop nicht ganz so eng sein. Ja, wichtig ist immer einen Teilgewinn rauszunehmen, weil die Korrektur kann natürlich weitergehen und wer drin ist, der wird sich natürlich dann ärgern, wenn er sagt, ich bin ganz leger mit meinem Stop und wird aber hier irgendwann, sage ich mal, im Minus landen. Deswegen da logisch denken, Teilgewinn mitnehmen und den Stop leger lassen, weil ja der Gewinn dazu beiträgt, dass ihr theoretisch euren Stop ja weiter unten habt, ne? Weil ihr einen schon Gewinn eingefahren habt. Also da könnt ihr mit spielen mit dieser Variante. Ja, ein Gesamtmarktkonsens. Das ist ja der deutsche Markt. Ich glaube, Süß Microtech ist ja nicht mehr, war früher mal im TechDAX, aber jetzt nicht mehr. Der zweite Liga, der CDAX, das spielt da eine Rolle. Und solange da noch ein Aufwärtstrend vorhanden ist, seid ein bisschen legerer mit dem Stop, aber ihr solltet immer einen Teilgewinn mitnehmen. So, ich glaube, wir sind soweit durch. Wenn ihr nicht noch eine Aktie habt, ich habe gelesen. Vielleicht zum, zum,
Zum Abschluss der Situation geschuldet. Apple hat ja heute die 2-Billionen-Marke geknackt. Oh, die Apple. Ja, die, das ist ja, natürlich schauen wir uns das an. War jetzt dein persönlicher Wunsch, Nelson? Nein. Ja, da muss man ja nicht viel sagen. Der Chart geht von links unten nach rechts oben recht steil, logischerweise, weil das Geld, was jetzt natürlich sehr günstig in den Markt geschossen wird, irgendwo hin muss. Und es fließt nicht in die Wirtschaft, sondern das ganze Geld, was billig zu haben ist, fließt wirklich in die Aktien. Und das hat natürlich immer divergiert. Ja, der Aktienwert extrem teuer, nützt uns aber nichts, wenn wir uns sagen, das ist jetzt überbewertet oder nicht. Wir müssen das handeln, was der Preis macht. Wenn wir handeln. Ja, also wenn ich Investor bin, dann sehe ich das vielleicht anders, aber in dem Fall schaue ich ja als Trader drauf. Und da kann ich sagen, es bewegt sich hier oben am oberen Bollinger Band schon eine ganze Weile. Ja, dann kam eine kleine Korrektur und wir sind immer noch ziemlich steil. Das Bollinger Band ist mega auseinander. Bedeutet, wir haben eine hohe Volatilität zu erwarten. Was ich positiv finde, ist hier zum Beispiel dieses schöne kleine Gäppchen. Das dient immer, wenn man es wirklich sieht. Also ich meine jetzt nicht das Gap, ja, zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs, sondern das muss sichtbar sein zwischen Hoch und Tief in Kursen. Ja, das muss richtig fett sichtbar sein. Da haben wir ja noch eins. Das dient dann immer als Unterstützung, wenn der Kurs drüber ist. Hier haben wir noch eins. Hier haben wir ein Mega-Gap. Also von daher gibt es viele Unterstützungsbereiche, wo man halt einsteigt. Und dann würde ich halt sagen, okay, wenn der Marktkurs hier runterkommt, da hochgeht, wo ich einsteigen. Wer drin ist, also, kann ja ganz entspannt sein. Also ist ein klarer Long-Wert. Ich würde jetzt nicht mehr einsteigen, will das sehen, 2, 3 Tage nach oben, kommt da wieder zurück, dann ist hier vielleicht der Einstiegslevel. Ich kaufe nicht gerne einfach oben drauf. Das ist nicht so mein Ding. Aber ansonsten ist es eine gute Aktie, auf jeden Fall. Und performt ja schon eine ganze Weile ganz gut. Ja. Hier hat es mal ein bisschen geschwächelt und unter die Benchmark, da waren deutsche Aktien mal besser als der amerikanische Markt. Und die braune Linie ist der S&P 500. Da sieht man, Moment, ist das eine gut performende Aktie. Und mit 1,19 steht sie auch recht gut da. Okay, also würde ich sagen, abschließend, Nelson, würde ich sagen, wer möchte, kann natürlich auf jeden Fall das neue Angebot, was FX Flat hat, nutzen. Auf jeden Fall bei FX Flat auf die Homepage schauen und auch auf meine tradercoach.de. Könnt ihr euch gerne mal informieren. Und ansonsten sehen wir uns ja schon wieder zum nächsten Webinar. Ich glaube am 26. August, da geht es dann halt Arjuna Trader Helpdesk. Genau, sehr schön. Ja, ich habe auch in den Chat einen Link zu den Konditionen auch reingestellt, um entsprechend da sich zu informieren. Ansonsten diesbezüglich gerne dann auch bei Carsten melden. Also, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Carsten, für das Webinar heute. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, sodass Sie alles nochmal in Ruhe nacharbeiten können. Und natürlich ein Dankeschön an alle Teilnehmer, die heute live dabei waren und auch jetzt hier entsprechend aktiv mitgemacht haben. Wünsche noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Wenn Sie handeln, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Carsten, du hast sehr gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Danke, Nelson, für den schönen Einstieg wieder, den wir jetzt befinden in dem Spätsommer. Bis zum Winter geht es ja jetzt weiter, danach sicherlich auch noch. Danke, dass ihr dabei wart und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nelson, mach's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao.